Die Jupiter D-Loop-Flöte ist eine Flöte für die allerjüngsten Flötenanfänger. Sie ist nach dem Waveline-Prinzip konstruiert. Das bedeutet, dass sie sich hinunterbiegt und wieder hinauf und durch diesen Bogen so weit verkürzt wird, dass sie auch bereits für fünfjährige Kinder gut spielbar ist. Die Wirbelsäule kann gerade bleiben. Die Schultern können entspannt bleiben und der linke Arm erreicht leicht die Klappen, der rechte Arm auch. So ist es möglich, auf eine entspannte und gesunde Art Querflöte zu lernen. Jetzt sehen wir eine große normale Flöte und wie viel zu groß sie für dieses Alter wäre. Und so wäre die Größe der Kinderflöte eben an den kindlichen Körper gut angepasst. Man spielt die Loop von ihren grundsätzlichen Spieltechniken wie eine große Querflöte, weil Kopfstück und Klappenteil in einer Linie liegen und dadurch das Instrument wie eine große Querflöte am Ansatzpunkt stabilisiert werden kann. Die D-Loop-Flöte hat auf ihren Klappen aufgesetzte Buttons, die es möglich machen, dass die Kinder mit geringer Spannweite die Klappen gut erreichen können. Die C-Klappe ist maximal an die nächste herangeschoben, sodass der Abstand zwischen zweiten und dritten Finger sehr gering gehalten ist. Durch die Abrundung der C-Klappe ist es außerdem möglich, bei noch sehr kurzen Zeigefingern die Klappe gut zu erreichen. Für die rechte Hand gilt etwas Ähnliches. Hier haben wir wieder Buttons für den zweiten und dritten Finger, sodass die Spannweite der Hand reduziert ist. Zum Reinigen des Bogens gibt es eine spezielle Vorrichtung, eine kleine Kette. Die führt man ein in die Flöte. Und dann gibt es einen weichen Teil, der durchgezogen wird und den Bogen trocknet.